Jawohl, es geht weiter mit GTA 5. Und wie vermutet, hat mich Lester nicht im Stich gelassen und schickt bereits die ersten Anweisungen. Ein LSPD-Transporter mit ein paar Nagelbrettern auf dem hinteren Parkplatz des Polizeireviers in South Los Santos. Ich habe den Hack auf die Suche nach Gauntlet Muscle Cars zum Tuning geschickt. Okay. E-Mail, was? Was steht da? E-Mail mit Ergebnissen sollte bald folgen. Ja, wo? Fluchtfahrzeug, was Unauffälliges. Das kennen wir schon. Das glaube ich auch noch von der vorigen Mission. Und eine E-Mail haben wir auch bekommen. Genau, das ist das. 4 Muscle Cars. 4? Wir brauchen noch 3. Ah, wir brauchen bestimmte, nicht irgendwas. Oh Gott, das ist ja immer komplizierter. Was ist denn das? Das ist in Rockford Hills. Ich hoffe, ich kriege einen Wegpunkt. Bitte gebt mir einen Wegpunkt. Und sehe ich schwarz. Okay, die Autostandorte sind markiert. Es sind einen Scheiß markiert. Ich mache zuerst mal das hier. Zum Psychiater könnte ich eigentlich auch fahren. Ja, dann ich brauche dringend eine Sitzung da. Die Sache liegt gar auf der Hand. Ich habe heute auch meine Pillen nicht genommen. Nur die triebhemmenden Medikamente habe ich heute genommen. Weil Amanda ziert sich noch etwas. Wir sind zwar wieder zusammen, mehr oder weniger. Meine Frau und ich, aber sie lässt mich noch nicht so ran wie früher. Und Michael hatte einen ziemlichen ausgefallenen Geschmack, was das angeht. Seine Praktiken. Deshalb brauchen wir eine Sitzung und mehr triebhemmende Medikamente. Ist logisch, ne? Schau, was da für Schönes an Fahrzeugen rumfährt und rollt. Hätte schon 3 für mich. Wow, das war eine schöne Pirouette. Ich glaube, ich nehme dann... Ja, ich nehme das vom Psychiater. Oh, nein. Schau. Stopp, das ist ein Porsche. Porsche. Raus da. Ich habe noch die Knarre in der Hand. Das sollte sie beeindrucken. Oh, nicht so grob. Sie wäre doch ausgestiegen. Nein, jetzt ist sie überfahren worden. Oh, ich habe mich schuldig gemacht. Und sie hört Freddy Gibbs. Oder war das da? Das war der Freddy Gibbs. Um Gottes Willen, was hört denn die? Was? Jemand braucht Hilfe? Da oben. Was soll das sein? Ja, freilich. Das ist mir doch wurscht. Ich dachte, es geht um Leben und Tod. Geldbörsen und Handtaschen habe ich schon genug zurückgebracht. Das hat mir eigentlich nicht viel geholfen. Ich hoffe, der Psychiater hat auch ein schönes Auto. Ja, der hat eigentlich dasselbe, nur in Rot. Ich muss genau auf den gelben Punkt, sonst startet das nicht. Bin letztes Mal wie ein Blöder darauf gerannt. Nix hat's getriggert. Nur weil ich den gelben Punkt einen Millimeter verfehlt habe. Ich freue mich schon, wenn ich ihm eine Kugel verpassen darf. Darum mache ich die Missionen. Bisher hatte ich keine Gelegenheit. Es hat mir die Waffe aus der Hand genommen bei diesen Cutscenes. I want something that isn't this. You know, this caring about 2 things at once. I mean, I want to be a good dad, love my family, you know, live the dream. Das könnte er auch der Hauswand erzählen. Das hat denselben Effekt und kostet weniger. I suppose you haven't really considered the fact that by neglecting your therapy, you've guaranteed these behavioral relapses. Was heißt neglecting? Ich war doch immer pünktlich da. Immer wenn das so, pal, what's the source of conflict? Kam, bin ich angerauscht. Things are kind of on the uptick, Doc. There's no greater concern than optimism. Where are we now? Für ihn, ja, weil wenn ich optimistisch bin, komme ich nicht mehr zu den Sitzungen. It's getting hard to keep track of who wants to kill me at any given moment.
Trevor still wants to eat my liver. But we're playing nice because we're working a job together. The FIB, they want me dead. Aber er ist vertrauenswürdig, der Psychiater, muss man sagen. Er hat bisher nichts preisgegeben von diesen brisanten Informationen, die ich ihm da immer überreiche. Maybe things are okay. Well, family is important, Michael. But ich glaube, es interessiert ihn einen Dreck. For the right reasons. Any other acting out friend? Tell me. I happen to feel I'm making real progress, Doc. No major acting out. Well, not too much. I had a, you know, a freak out or two, but hey, I'm feeling better. Remember, Michael, denial is the cornerstone of relapses. You're not a well man. Ich nehm's an. Wozu zahle ich sonst, wenn ich dann ablehne? But then I get angry. Anything else? Anything sexual? Oh, ja. I ain't been perfect. But I ain't Amanda lässt mich nicht ran. Ich brauche mehr triebhemmende Medikamente. Nothing too serious. Okay, Michael. Well, in the circumstances, I think that's some kind of progress. So, I feel like there's progress in some areas and, you know, none in others. That's incredible stuff. I don't think I've ever heard such a barrage of denial, self-justification and outright horror. The thing is, Michael, here, bin schon 40 Jahre in dem Geschäft. Cheese. Oh Gott, ich glaube, ich hab's verschrien. I think I can't treat you anymore. The fact is, I'm in love with you. The fuck are you talking okay, about, Okay, well, Doc? That's not true. Good. You're learning. Good. What's going on? Nothing. It's just, I think you need a new therapist. Ich glaube, er will mich erpressen. I've got a TV show. I'm gonna be famous. I'm gonna be famous. Think of the fucking fame or shame. All those fucking bitches who called me pube head. Oh, they'll be lining up to suck Schamhaarkopf. You got a Stimmt TV genau. show. You. Best not to think too closely about what I just said. It's not like I'll be using real names or anything. I'm really discreet. Oh, ich hab's verschrien. Ich wollte schon sagen, ich habe ihm ziemlich viel verraten über all die Jahre. Ich glaube, ich muss ihn killen. You're acting out, Michael. Don't act out. Erledige. Habe ich ihn jetzt gehen lassen? Nee, ich will ihn nicht gehen lassen. Aber ich habe nicht schnell genug umschalten können auf meinen Waffenarm. Er hat auch ein schnelles Auto, muss man sagen. Ist er darauf gefahren oder ist er darüber? Nein! Oh, fuck. Ich glaube, ich muss ihn entkommen lassen. Shit. Nein, er ist entkommen. Er ist entkommen. Er ist entkommen. Naja. Ich war nicht mit vollem Herzblut dahinter, ihn zu killen, muss ich zugeben. Vielleicht wird noch was draus. Wenn ich ihn kille, dann wird bestimmt nichts mehr draus. Insofern haben wir vielleicht die richtige Entscheidung getroffen, um das Spiel zu verlängern, eine neue Mission zu triggern. Habe ich? Ja. Wir sind auf dem Weg zur ersten Vorbereitungsmission jetzt. Was es genau ist, weiß ich jetzt nicht. Ich habe Bilder von Fluchtfahrzeugen, die ich finden muss, aber keinen Wegpunkt dazu. Das macht mir Sorgen, offen gestanden. Wie soll ich die jemals finden? Ich meine, es steht dabei, wo sie stehen. Im Grunde, aber da steht nur Rockford Hill. Das kann es ja nicht sein. Ups. Und falsch abgebogen. Oh Gott, der steigt aus. Muss ich Angst haben? So, wir fahren da lang. Ich glaube, das ist der schnellste Weg. Finger Groupies, was?
So, schauen wir mal, was das genau für eine Vorbereitungsmission ist. HS. Polizeitransport ist das. Aha, okay, das ist für die Nägel. Das Nagelbrett. Weil wir müssen dann die wieder abhängen. Irgendwann mal. So, wie komme ich da rein? Das ist ja zu. Da geht's auf. Machen wir's so. Geht's auch nicht? Das ist recht hoch alles. Kann ich da rein? Auch nicht! Springen! Das ist jetzt blöd. Ich dachte, das wäre ganz einfach. Ich fahre da rein oder gehe da rein. Vielleicht muss ich reinfahren. Glaube ich aber auch nicht. Vielleicht geht das nach Gewicht, der Drucksensor unten. Nein. Vielleicht ist es auch nicht. Ja was? Vielleicht kann ich aufs Auto und vom Auto dann rüber. Glaube ich aber auch nicht. Würde mich stark wundern, aber... Doch, es geht. Aha. Es geht. Oh, shit. Ich muss einen K.O. schlagen. Einmal schleichen. Ich werde den K.O. schlagen, nicht killen. Ich glaube, ich werde noch genug killen. Und dann Cops. Obey and survive. To protect and to serve. Das ist normalerweise. Das erinnert mich an Robocop. Mit den 4 Direktiven. Protect the innocent. Uphold the law. Das war die 3. Ist vergessen. Serve the public trust. Genau, das war die 3. Die 4. war die fest verdrahtete, sodass er seine Erschaffer nicht verhaften kann oder verletzen kann. So, da rein oder was? So nah? Lagern wir das Teil? Gleich hier unter der Brücke. Das fällt eh nicht auf, ha? Huh? Den stillen sie ja inzwischen wieder. Ist das Travers Strip Club? Sieht fast so aus. Was? Ich habe Gold bekommen! Das ist ein Novum. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch auf Trevor warten, bis wir das nächste Ziel bekommen. Oder muss ich wirklich und tatsächlich? I got the spike strips we need. Good. Now, once we have all the modified gauntlets, we take the score. Oh, ich glaube, es ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich so. Ich muss die Fahrzeuge alleine finden. Kann das wirklich wahr sein? Scheiß ein Dreck. Schauen wir mal auf der Karte. Vinewood Hills ist das erste, ne? Steht das, wo wir da sind? Ja, Little Soul, Rockford, Vinewood Hills. Ist ziemlich groß. Moment. Gehen wir systematisch vor. Systematisch. Vielleicht steht da mehr. Überwachungskamera. Geotags. Es sollte keine Probleme geben, sie zu finden. Ich weiß nicht, du. Pillbox Hill. Oben auf einem mehrstöckigen Parkhaus in Pillbox Hill. Okay. Pillbox Hill. Wo bitte um Gott, in Gottes Namen ist Pillbox Hill?
Little Soul. Da ist der Pazifik. Burrows Heights. Ich kenne mich leider noch nicht ganz so aus. Ich bin nur 70 Folgen lang unterwegs. Ist noch zu wenig. Spucci. La Puerta, Davis, Burrow Heights. Ich war schon mal in Pillbox Hill, das kann ich mich erinnern, aber ist das etwa da oben irgendwo? Nee. Das glaube ich nicht. Ist der Mount Gilead? Sandy Shores? Na, glaube nicht, das ist schon in Los Santos. Vinewood, Morningwood, Rockford, Burton, La Mesa Textilbezirk. Vespucci-Kanäle. Pillbox Hill! Da! Okay. Und da ist irgendwo ein Hochhaus. Können wir die Karte auch drehen? Nicht wirklich, ha? Moment. Da, wir wären ja gar nicht weit weg davon. Gibt sicher eine einfache Möglichkeit. Ich bin wieder mal zu doof, die zu finden. Ich stehe genau auf der Straße hier. Okay, da ist so eine Welle. Da ist so eine Welle in der Straße. Und da ist eine dicke Linie und daneben ist eine Welle. Schauen wir mal, ob wir das da wiedererkennen. Eine dicke Linie und eine Welle. Ja, das ist gedreht. Das ist gedreht. Oder? Wo soll das sein? Hier ist es. Hier ist es. Da glaube ich, ne? Oder? Dicke Linie. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Bin ich blöd oder was? Ich glaub's nicht. Ich kann mir das keine 3 Sekunden merken. Das ist auch nicht normal. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Neben der dicken Linie. Okay. Neben der dicken Linie. Das ist das letzte Mal, dass ich die Karte aufrufe. Versprochen. Hier ist es. Genau hier. Ja, ist vielleicht auch nicht so schwer. Man braucht halt Geduld und Nerven. Und ein Fahrzeug. Oh! Oh! Oh, das kommt davon. Ah, der Dr. Friedlander schreibt, schau mal. Was schreibt er denn? Er bedankt sich, dass er noch lebt. Ich weiß, dass sie wegen meines Verhaltens wütend auf mich sind und ich bin auch nicht wirklich stolz, aber Tatsache ist nochmal, dass ich mit meiner Fernsehshow und dem Radio-Special so vielen mehr Leuten helfen kann und so weiter. Dr. Friedlander, Sie sind ein beschissener Drecksack. Wenn ich Sie erwische, skalpiere ich Sie, Sie lockenköpfiger Haufen Scheiße. Ja, das hätte ich auch geschrieben. Spricht mir aus der Seele. So, wir brauchen irgendein Auto. Bleib doch... Oh, schon wieder. Es ist nicht sein Tag heute. Das ist ein blödes Auto. Wir nehmen das, ist ein bisschen unauffälliger. Und da sitzt auch ein Rindvieh drin. Passt schon so. Was? Das ist ein Fluchtfahrzeug? Wieso? Oh, wer schießt denn da auf mich? Schau. Die sind ganz schön wehrhaft. Mein lieber Mann. Wieso sollte ich das Auto jetzt wegbringen? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ist das bereits ein Fahrzeug, das ich suche? Gibt's denn das? Da steht Fluchtfahrzeug. Naja, aber ich tue, wie mir geheißen. Aber am Ende finde ich das dann nie wieder. Das ist eines dieser... Es muss nicht genau das sein. Das ist gut zu wissen. Es muss nicht genau das Fahrzeug sein. Sollte es auch nicht kaputt fahren?
Shit, ich glaube, es ist bereits kaputt. Es stört sich so eigenartig. Oder stört sich das Fahrzeug immer so eigenartig? Hat er noch nicht das... Ne, die Stoßstange hängt nur mehr. Uiuiui. Da rein. In die Garage. Ah ne, ich muss es pimpen. Verstehe. Und da gehen die Lichter aus. Bravado Gauntlet. Muscle Car. So, ein Zufall. Das war wirklich ein Zufall, oder? Reparieren. Was muss ich jetzt machen? Ja, wie? Bereite das Fahrzeug vor. Aber wie? Gold? Okay. Noch was? Panzerung. Sichere Reifen. Könnte Fenster. Turbo. Ich glaube, das sollte reichen, ne? Primärfarbe. Matt, Metallic. Carbon-Schwarz ist es ja bereits. Ich glaube, es wird es mir dann anzeigen. Gnadenrot. Heißes Pink. Oh. Schau dir die vielen Farben an. Was das? Goldvorbereitung. Ja. Ich glaube, das war's. Das andere war gar nicht nötig. Die Panzerung und das. Das war ein kleiner Extra, kleines Extra von mir. Kleines Dankeschön an den Fahrer. Jetzt ist die Frage, welches dieser Muscle Cars habe ich jetzt? Was ist das für ein Auto? Muss ich nochmal schauen. Wenn ich einsteige, glaube ich, sieht man es. Dann steht der Name. Wo? Da hinten? Nein, in die Garage rein, haben sie gemeint, glaube ich. Das würde mehr Sinn ergeben. Da ist schon mal ein Platz frei. Okay, wie heißt es? Sag es mir bitte. Steht das irgendwo da? Gauntlet. Das ist der Gauntlet, ne? Schauen wir nochmal. Nein, jetzt lässt er mich nicht mehr einsteigen. Oh. Gauntlet, okay, Gauntlet. Dann schaue ich, was wollte ich? Ich wollte nochmal aufs Handy schauen. Mike, lassen Sie Ihren Zorn raus. Hier fand also, das Mädchen war klasse. Ich gehe heute Abend auf eine Party. Okay. Den sehe ich nie wieder. Schade, ich glaube, es wird auch keine Mission mehr geben. Ich hätte ihn umbringen sollen. Wurscht. Wir schauen nochmal. Ja, Gauntlet heißen sie, glaube ich, alle. Scheiß ein Dreck. Gauntlet. Ja, die heißen alle Gauntlet. Und das sind alles, glaube ich, dieselben Autos. Kann das sein? Oh fuck, die fuck, oh fuck. Ja, ist egal, wir fahren da mal hin, weil da weiß ich, dass eins steht. Und dann schauen wir weiter. Aber in der nächsten Folge. Nein, wir horchen noch, was Lester zu sagen hat, kurz. Hey Lester, first gauntlet's ready to go. Alright, that's good work. Das war alles. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss!